Und weiter geht's mit einer neuen Folge Assassin's Creed, Leute. So, wir stehen kurz vor Level 49 und... Jo, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir machen eventuell mal die Quest fertig mit dem Mikos. Der ist ja krank und dem sollte ich irgendwie helfen, dass er wieder gesund wird. Ein Arzt und ein guter Hirte, einen über den Durst getrunken, harte Lektionen. So, das sind mehrere. Belohnung, ja, kann ich. Wie kann ich das nicht auswählen, oder was? Achso, ich muss hier die einzelnen Dinger machen. Gib dich zum Steinbruch. Wo ist denn der? Der war ganz hinten, oder was? Auf Tassos. Ach du Scheiße, da muss ich rüber segeln. Okay. Schauen wir nochmal, was gibt's hier noch? Bevor ich darüber segle, nicht, dass ich hier noch irgendwas erledigen muss. Ist auch da drüben, alles klar. Dann wird das andere auch da drüben, Meister auf Tassos. Okay, das wäre also alles in Tassos. Könnten wir dann machen, aber... ich wollte schauen, weil hier unten gab es doch auch noch eine Quest, oder? Wo sind die jetzt hin? Ist die Quest hier weg? Hier unten war auch noch eine Quest. Okay, das heißt dann eigentlich, dass die Insel so weit abgeschlossen wäre. Wir haben aber noch... wir schauen jetzt schnell zu den Kultisten rüber, ob wir hier noch irgendwas aufdecken können. Was ist denn hier los? Ach so. Das war ein Hinweis, den hat die aber schon erledigt ohne Hinweis. Oh, ist klar. Dann schauen wir doch mal den hier an. Wo ist denn die? Die hat jetzt 51, Leute. Das ist anscheinend irgendwas Neues hier, weil... Eigentlich ist Level 50 Max-Stufe, aber durch den Patch halt ist es erhöht worden, glaube ich, aufs Level 70 sogar oder so. Wir verfolgen den mal. Schauen wir, ob wir den aufdecken. 3657 Schmiede. Ah, der ist da oben auf der anderen Insel, gell? Ja, auf Lesbos. Ich weiß nicht, ob wir darüber segeln sollen. Oder wenn wir den... Was wir jetzt machen? Wir machen jetzt die Quest hier durch. Die drei Stück. Dann müssen wir eh wieder hier zurück zu dem. Und danach gehen wir dann hier hoch. Dann haben wir alles in einem Abwasch gemacht. Gut. Dafür können wir... Brauchen wir nicht rüberfahren. Da können wir... Dafür können wir... uns dorthin teleportieren. Genau deswegen, Leute. Genau deswegen holt euch immer die Aussichtspunkte. Ich glaube, dass die Quest uns jetzt für unsere Trophäen eh nichts bringen. Bloß halt für zum Leveln sind die jetzt gut. So, okay. Wo sind wir denn jetzt hier? 600 Meter. Wir haben aber irgendwas hier unter uns gehabt, oder? Dort hinten. Diese Arbeiter wissen bestimmt, wo ich den Arzt finde. Die Insel ist auch schon eigentlich fertig, sozusagen. So, reden wir mal den. Ich weiß nichts. Bitte frag mich nichts. Dankeschön. Was? Ah, nein, nein. Bitte geh. Wir wollen keinen Ärger. Ich mache mehr als Ärger, wenn du meine Fragen nicht beantwortest. Schon gut, schon gut. Was hast du für Fragen? Er sieht schlecht aus. Er ist sehr krank. Sein Verstand ist vernebelt. Wir brauchen den Arzt. Mir wurde gesagt, ich würde den Arzt hier finden. Der Arzt ist fort. Er wurde
Gefangen? Verzeih, Worte sind schwer. Mein Gedächtnis, mein Verstand ist im Nebel. Meistens. Der Drogen, oder was? Wenn der Arzt nicht zurückkommt, bin ich bald wie er. Männer brachten den Arzt zu den Minen, nördlich von hier. Er ist schon sehr lange fort. Ich suche nach ihm. Bring ihn zurück, bitte. Sie brachten ihn nach Norden, zu den Minen. Hey, tritt von ihm zurück, Söldnerin. Hey, misch dich nicht ein. Das wollen wir doch mal sehen. So, ihr wurde zuletzt am Marmorhuhn-Kap auf Tassos gesehen. Ihr könnt in der Silbermine nördlich des alten Steinbruchs. Silbermine. Silbernes Vorgebirge. Das hier. Ach, ich kann mich nicht drehen. Das wird da oben sein. Und los. Das Pferd ist auch geil. Ah, hier ist doch der Eingang, gell? Der Arzt muss hier irgendwo sein. Okay, den haben wir schon, hatten wir schon mal geklärt eigentlich. Verschwinde hier, verdammt! Ich lasse mich lieber nicht sehen. Yeah!
Okay, dann lass uns mal. Wenn ihr uns in Ruhe lässt, lassen wir auch in Ruhe. Ich schätze, da drin finde ich mehr als nur Silber. Den Arzt in Sicherheit. Okay. Endlich frei. Ich wusste, Sie können mich nicht ewig festhalten. Du musst mir nicht danken. Doch, doch. Vielen Dank für meine Rettung. Aber ich muss zurück. Meine Schäfchen warten auf mich. Haben sie dich geschickt? Ja, deine Schäfchen schicken mich. Die Götter segnen sie. Wie geht es ihnen? Ich wusste, sie vergessen mich nicht. Du sprichst von den Arbeitern im Steinbruch. Ja, ja, meine Schäfchen. Ich pflege sie und gebe ihnen Medizin. Im Gegenzug helfen sie mir bei meinen Forschungen. Meine Schäfchen bedeuten mir sehr viel. Du siehst stark aus. Ja, ja. Ich habe nie genug Schäfchen. Schließt du dich meiner Familie an? Es wäre eine große Hilfe bei meinen Forschungen. Ich bin kein Versuchskaninchen. Wie wär's mit einer Regelung im Todesfall? Nein. Ein großer Verlust für die Forschung. Die Medizin, die ich mache, ist sehr lecker, weißt du? Erzähl von dieser Medizin. Ach, die Medizin. Ich gebe sie meinen Schäfchen, wenn mein Spezialtonikum Nebenwirkungen hat. Manchmal ist es zu stark. Nebenwirkungen? Wie Gedächtnisverlust? Ja, du weißt davon, dass meine Schäfchen... Es ist meine Schuld, ja, ja. Und doch gibst du ihnen weiter das Tonikum. Ich hatte keine Wahl. Ich wurde dazu gezwungen. Aber ich mache es wieder gut. Ich mache es immer wieder gut, ja, ja. Ja, ja. Ich brauche die Medizin, von der du sprachst. Gib sie mir. Was? Aber warum denn? Dazu bin ich nicht verpflichtet. Das werde ich nicht tun. Nein, nein. Dann bist du nutzlos für mich. Ich sollte dein Leben und deine Missetaten beenden. Nein, nein, Gewalt ist nicht nötig. Ich tue, was du sagst. Aber es braucht Zeit, es herzustellen. Ja, ja. Zuerst erledige die Malakes, die mich von meinen Schäfchen fernhielten. Sie sind in der Festung, die Straße runter. Och nee. Ich kümmere mich um sie. Bei meiner Rückkehr erwarte ich die Medizin. Ja, ja, ich brauche Zeit, um die Zutaten zu sammeln. Vielleicht willst du dich erstmal in der Stadt Thassos umsehen. Dort sollen komische Dinge vor sich gehen, ja, ja. Diese Medizin könnte Neleos helfen. Doch zuerst kümmere ich mich um die Entführer des Arztes. Okay. Wir sind wieder hier rein. Ja, ja. Ja, ja. Na, warte mal, wir können... Wir was Schönes bekommen. Da ist er. Da ist er.
Aber wir können ja gar nicht jetzt bei dem in die Festung rein. Sehen wir von oben erledigen können. Solange er nur mehr Tonikum herstellt. Verstanden? Was? Schäfchen? Erklärt dir das? Mach doch! Oh!
Mann! Weiß ich, warum die auf einmal immer so viel Schaden machen. Ich glaube, irgendwie mit dem Feuer hat das was zu tun. Ich glaube, ich bin im Feuer gestanden oder so. Ist ja richtig gut gelaufen eigentlich. Scheiße. Das heißt, ich muss den irgendwie leise erledigen. Das nervt mich auch noch, dass du immer wieder anfangen musst. Das wird sicher gut verteidigt. Die machen dem Arzt keine Probleme mehr. Das wäre erledigt. Gut. Der Arzt sprach von komischen Vorkommnissen in der Stadt. Ich sollte mich mal umsehen. Irgendwas? Da bin ich.
Keine Sorge. Arbeitet für euren Sold. Sucht. Hör mal ab hier. Okay. Gib dich zu Meister of Tassos. Glorreichen Weingut. Hier hinten ist es. Okay, können wir vielleicht mit dem Pferdl hinreiten? Wollen wir mal. Wir haben ein schönes Pferd. Lange Nacht? Ach, viel zu lang. Ich muss es abschütteln und mich vorbereiten, um Neleus zu besiegen und auf der Siegeswelle reiten bis zu den Olymp... Wem mache ich was vor? Vielleicht tauge ich nicht für dieses olympische Zeug. Du bist Aietes, nehme ich an. Mikos schickt mich. Neleus... Neleus? Was denn? Hat er wieder einen Rekord gebrochen? Ja, hat er. Oh, verflucht! Welcher Rekord war es diesmal? Ich wette, es war beim Diskuswurf. Nein, warte. Vielleicht... Es war beim Weitkotzen. Hä? Bei Zeus! Jetzt besiegt er mich sogar beim Kotzen? Verflucht sei dein Perfektionismus, Neleus. Also hatte ich Mikos nur hergeschickt, um mich zu entmutigen? Neleus ist krank geworden. Mikos schickt mich, weil du der Letzte warst, der ihn gesund gesehen hat. Es ging ihm gut, als er zu Kapos Haus ging, für seine übliche Dosis Hedonismus. Aber ich verließ das Fest ohne ihn und habe ihn seitdem nicht gesehen. Dann muss auf dem Fest irgendwas passiert sein. Besuche Kapos in seinem Haus auf dem Hügel. Er wird wissen, was mit Neleus passiert ist. Aber er lebt sehr zurückgezogen. Du musst seine Aufmerksamkeit erregen. Wenn du etwas von seinem kostbaren Wein zerstörst, der mich immer so betrunken macht, lockt ihn das sicher raus. Danke, Aietes. Ich sehe mir das an.
Tja, ich fange besser mal an. Sonst schließe ich nie zu Neleus und den anderen auf. Oh. Ein Olympiasieger zu sein, klingt weniger beeindruckend, als durch die ganze griechische Welt zu reisen. Komm, arbeite auf meinem Schiff und sieh etwas Neues. Ich brauche jemanden mit deinen Armen. Starke Rudererarme. Ich wollte immer schon reisen. Und weißt du was? Ich bin es leid, Tag ein, Tag aus zu üben. Ich bin dabei, Söldnerin. Ich meine, Schiffsführerin. Okay, haben wir ein neues Besatzungsmitglied. Wir hier was machen irgendwie? Nee, fehlt uns Holz. Überall fehlt Holz, Mann. Okay. Wir brauchen viel Holz. Gut, begib dich zu Carpos Villa. Silo zerstören, können wir eigentlich auch gerne machen. Wo sind die hier? Glorreiches Weingut. Oder was? Greifen mich Hühner hier an. Das muss Carpos Haus sein. Den Alkohol riecht man ja gegen den Wind. Danach habe ich gesucht. Sieht fast aus wie ein Kefalin, ja? Fast echt so aus wie hier. Baby. Gut, dann haben wir schon. Du hast sie ermordet. Oh,
Der Befehlshaber wird mich umbringen. Du gehörst auch zum Kult, oder? Was hast du Neleos angetan? Nein. Ich habe nur geschäftlich mit ihnen zu tun. Ich arbeite für den Befehlshaber. Sag mir, was das für Geschäfte sind. Sonst werde ich dir deine Zähne einzeln herausreißen. Malaka. Na gut. Ich helfe dem... Eigentlich werde ich erpresst. Der Kult des Kosmos will trunkene Athleten für seine Armee. Die Guten bringen sehr viel mehr ein. Die Guten wie Neleos. Und jetzt ist er schwer krank. Sie geben den Jungs irgendetwas. Es macht sie... Es verändert sie. Was glaubst du, warum ihre Elitewachen so sind, wie sie sind? Ihre Stärke, das ist nicht normal. Nicht natürlich. Egal, wie stark sie sind. Sie sind blass im Vergleich zu mir. Ich habe Mist gebaut. Bisher konnte ich mich nicht wehren, aber mit dir an meiner Seite können wir vielleicht etwas tun. Die Kultisten haben die trunkenen Opfer immer von meinem Dock zu einer Höhle an der Küste gebracht. Südlich von hier. Vielleicht kannst du es wieder gut machen. Immerhin ist das Volk von Thassos auch mein Volk. Söldnerin, die Kultisten haben meine Taschen gefüllt. Aber mein Herz ist leer. Rette die Schüler. Bitte, ich will das nicht mehr machen. Ich rette die Schüler um ihretwillen, nicht für dich. Wenn Neleos irgendetwas zustößt, bist du ein toter Mann. Dem passiert schon nichts. Geh zu den Schülern. Sie sind in der Höhle im Süden. Folge der Küste, dann siehst du sie. Viel Glück. Eine lange Questreihe, ey. Okay, im Süden. Das muss hier unten sein. Südküste des Vorgebirges ist hier unten. Hier ist das. Deswegen war da vorher fast nichts drin. Bewegung. Gut. Das ist der richtige Ort. Ich besitze leider nichts, doch ich danke. Die hat aber schnell. Μαχίζω.
schalte zu. Ich hoffe, diese Hedonisten haben mein Haus nicht komplett ruiniert. Was ist denn mit dem jetzt? Söldnerin, Zeus sei Dank, er wollte mich töten. Das ist deine Schuld. Diese Gefangenen hatten das Tonikum schon bekommen. Der Arzt muss hier gewesen sein, um es ihnen zu geben. Nur einer hat schlecht darauf reagiert. Der andere sieht aus, als könnte er es schaffen. Dann gibt es noch Hoffnung für Nellius. Sieht aus einem ziemlich wehrhaften Versteck aus. Der Kult scheint wesentlich mächtiger zu sein, als ich gedacht hätte. Als ich einen Fuß auf Thassos setzte, war der Kult des Kosmos schon auf verlorenem Posten. Die Kultisten müssen für ihre Taten büßen. Es wird Zeit, dass wir zurückschlagen. Das klingt, als hättest du eine Idee. Wir müssen ihre alte Festung stürmen, Söldnerin. Wenn du den Angriff anführst, können wir den Befehlshaber des Kults töten. Wir bringen ihnen eine Niederlage bei, die in der ganzen griechischen Welt zu spüren sein wird. Du willst doch nur, dass ich den Befehlshaber ausschalte, der hinter dir her ist. Ein glücklicher Zufall, schätze ich. Wenigstens weiß ich jetzt, dass Neleus nicht nur eine Erkältung hat. Ich muss Mikos davon erzählen. Das ist alles deine Schuld gewesen. Also bring diese Schüler sicher nach Hause. Werd ich. Gut so. Okay, da haben wir jetzt noch eine Quest. Harte Lektion. Niemand darf mich sehen. Wir sagten doch, er ist nicht hier. Komm nicht wieder, ich will dich nicht Sprich mit dem kleinen Mädchen. Idioten, ich komme wieder. Ihr könnt mich nicht ewig fernhalten. Ich finde einen Weg hinein. Du siehst stark aus. Kannst du mir helfen? Was genau brauchst du denn? Information. Mein Bruder Solon ist schon seit Wochen verschwunden. Ide. Niemand hört mich an. Sie sagen, er sei weggelaufen, aber er würde mich nie allein lassen. Niemals. Er weiß, ich hasse es, allein zu sein. Wie auch immer, zuletzt wurde er in dieser Schule gesehen. Ich wette, sie hat irgendwas mit seinem Verschwinden zu tun. Bitte, kannst du mir helfen und herausfinden, was mit ihm passiert ist? Ich gehe der Sache nach. Du bist netter, als du aussiehst. Danke. Danke mir nicht zu früh. Meine Hilfe ist nicht billig. Was? Du würdest von einem Kind Geld verlangen? Ich schätze, wir könnten uns einigen. Ich habe nicht viel, aber ich würde dir alles geben, was ich habe.
Das reicht mir. Ich glaube, der Gymnast könnte etwas über sein Verschwinden wissen. Aber pass auf, es heißt nämlich, er könne eine Chimäre mit seinen bloßen Händen besiegen. Oder hieß es, er sieht aus wie eine Chimäre bloß mit Händen? Jedenfalls solltest du lieber keinen Streit mit ihm suchen. Ich suche keinen Streit. Meistens sucht Streit nach mir. Ich finde heraus, was mit ihm geschah. Bitte beeil dich. Ohne ihn ist es hier wirklich viel zu ruhig. Vielleicht hatte Mikos ja recht. Hier geht irgendwas vor sich. Der Sache gehe ich auf den Grund. Eutymos hatte nicht den Hauch einer Chance in diesem Kampf. Falls du dich in meiner Schule anmelden willst, kommst du mindestens 10 Jahre zu spät. Schade. Du musst der Gymnast dieser Athleten sein. Hast du noch nie von mir gehört? Ich bin Eutymos, Lehrmeister der Olympioniken. Unter meiner Aufsicht erringen meine Schüler Siege ebenso leicht, wie Theogenes die Bronzestatue von Thasos in Besitz genommen hat. Jeder hat von mir gehört. Wer? Ich habe deinen Namen noch nie zuvor gehört. Dann musst du ziemlich taub sein. Ich habe auch etwas anderes gehört. Vor allem, dass deine Schüler dazu neigen, zu verschwinden. Verschwinden? Unsinn! Meine Schüler sind Sieger. Sie stürzen sich ständig in Abenteuer. Unter meinen Fittichen steigen sie empor wie ein heißblütiger Pegasus. Erinnerst du dich an einen Schüler namens Solon? Glaubst du, du kannst einfach so in meine Schule stürmen und Antworten von mir verlangen wie ein vorlauter Sklave? Dann wirst du bald wie einer ausgeweidet. Nicht, wenn ich dir die Antworten vorher herausschneide. Kühne Worte. Ich hab fast sowas wie Angst. Warum stellen wir nicht unser Können auf die Probe? Ich will meine Zeit und mein Können nicht an einen niemand wie dich vergeuden. Das klingt nach einem Rückzieher. So kriegst du mich auch nicht rum. Warte, du kommst mir bekannt vor. Ich erkenne dich. Du warst bei den Spielen. Du hast gewonnen, ich bin mir ganz sicher. Ja, vor dir steht eine Olympiasiegerin. Geh zurück und üb weiter. Du bist fantastisch. Sag uns, was wir tun müssen, um auch Sieger zu werden. Jeder kann ein Sieger sein, doch es erfordert harte Arbeit und wahre Hingabe für seine Leidenschaft. Genau das sage ich auch immer. So, eine Olympiasiegerin kommt in meine Schule, will mir die Schau stehlen und fordert mich, den großen Eutymos, heraus. Nimmt der große Eutymos die Herausforderung an oder hat er zu viel Angst? Angst? Miss dich zuerst mit meinen Schülern, dann sehen wir, ob du so stark bist, wie du behauptest. Mal sehen, was deine Schüler drauf haben. Sei vorsichtig. Es heißt, die Heiler sind momentan sehr beschäftigt. Ach du Scheiße. Sie finden bestimmt Zeit, verletzte Halbstarke zu pflegen. Schlag nicht zu hart zu! Mal sehen, ob du damit klarkommst.
nicht schlecht. Selbst meine besten Schüler können sich nicht mit dir messen. Das Aufwärmen ist vorbei. Ha, so viel Feuer! Na komm, wenn du dich traust, tritt wie ein echter Krieger auf unserem Kampfplatz gegen mich an. Ich pass auch auf, dass ich nicht zu viele Knochen breche. Na dann los, na komm, dann spielen wir eine Runde. War lächerlich. Meine treuen Schüler! Dieser Söldling hat den Nerv, mich herauszufordern, den großen Eutymos, in meiner, unserer Schule. Das ist deine letzte Chance, Söldnerin. Du kannst es beenden, indem du einfach weggehst. Bist du langsam fertig? Ha, wir werden sehen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Hä? Wir kämpfen wie echte Krieger. Ein Kinderspiel. Wo fordert es mich heraus? Meine Mutter schlägt Hammer zu. Spüre die hohe Kraft meiner Schüler. Der Lehrer besiegt mich, Söldnerin. Ich soll also eine Siegerin sein. Meine Schüler, mein Stolz. Seid ihr mir treu ergeben. Und live, Leute. Schon gut. Schon gut. Ich ergebe mich. Du hast meinen Ruf ruiniert. Wie sollen meine Schüler jetzt noch von mir lernen? Dein Stolz hat dich ruiniert. Ich kann nichts dafür. Ein gefallener Meister kann uns nichts beibringen. Einige von uns wollen in deine Fußstapfen treten, Söldnerin. Können wir mitkommen? Ich könnte ein paar gute Krieger brauchen. Habt ihr gehört? Wir werden echte Krieger. Schön. Du gewinnst. Du bist würdig. Ich sage dir, was ich weiß. Der Unterhalt einer solchen Schule ist kostspielig. Doch wir erhalten eine Menge Drachmen von einem reichen Gönner. Er kommt dann und wann, stinkt nach Wein und wird meist von zwielichtigen Männern begleitet. Ich schätze, sie kommen nicht, um die Sportstätten zu bewundern. Sie interessieren sich für die besten Athleten. Jene, die außerordentliches Geschick und Können beweisen. Sie sehen sie sich genau an. Solon war einer von ihnen. Ja, er war einer meiner besten Schüler. Zusammen mit einem anderen namens Neleus. Sie waren gute Freunde und gute Athleten. Kurz nachdem die Männer hier waren, kamen sie nicht mehr zur Schule. Ich sorgte mich, dass ihnen etwas zugestoßen sei. Und doch tust du nichts. Selbst wenn du ganz genau weißt, dass etwas nicht stimmt. Dieser Mann hat mächtige Verbündete und viel Einfluss. Ich wollte etwas tun. Ich stellte Fragen. Doch mir wurde gesagt, dass ich zu meinem eigenen Wohl und dem der Schüler schweigen soll. So ungern ich es zugebe. Ich bin machtlos. Am besten bleibt ihr hier und haltet euch von ihnen fern. Ich kümmere mich darum. Ach, es tut mir leid, dass ich keine große Hilfe bin. Ich habe alles gehört. Wie kannst du mit ansehen, wie deine Schüler entführt werden? Und das alles für Drachmen? Wie bist du hier reingekommen? Ist das deine Tochter? Männer wie du sind das Letzte. Man kann euch nicht trauen. Man kann niemandem mehr trauen. Dann werde ich eben meinen Bruder retten. Dein Bruder? Bei Zeus. Was habe ich getan?
Solon und andere sind verschwunden. Vielleicht sollte nicht. Sein. Mikros muss unbedingt davon erfahren. Ich sollte zurück und das Gegenmittel holen. Okay, wir müssen zurück zum Arzt jetzt. Kehre zum Arzt im Steinbruch zurück. Können wir uns da irgendwie hin teleportieren, da brauchen wir nicht so weit rennen. Das wäre ja gleich hier unten, Optimoe. Sehr schön. Okay. Das Bildmachgerät wieder an, Leute. Vergiss ich mal. So. I'm back. Okay, hier hinten. 95 Meter. Sie sind alle tot. Alter, was ist hier los? Sind da aufgespießt worden? Krass. Okay. Bin ich mal dran. Die Dolche sind nicht schlecht, man muss halt los nah dran sein. Die Mannschaft hat gekämpft wie die Löwen, doch wir kamen zu spät. Verfluchte Kultisten, sieh, was sie getan haben. Sie haben sie getötet, meine armen Schäfchen, abgeschlachtet wie die Tiere. Wir müssen weiter, Neleus könnte in Gefahr sein. Ich bereite das Schiff vor. Du solltest gehen, du kannst hier nichts mehr tun. Spar dir deine Kräfte, vielleicht überlebst du das. Ich bin Arzt-Söldnerin. Ich weiß, wenn ein Patient keine Chance mehr hat. Hier das Gegenmittel, wie versprochen. Ich mache alles immer wieder gut, ja, ja. Ich werde es Neleus geben. Ja, ja. Es ist seine einzige Hoffnung, aber erwarte keine Wunder. Ich lass dich nicht so zurück. Du könntest mich töten und mein Leid ein für alle Mal beenden. Bitte, mehr verlange ich nicht. Halt still, damit ich sauber treffe. Hab Dank, Söldnerin. Ich bin bereit, Söldnerin. Tu es. Du hättest immer noch Gutes tun können. Okay. Dann müssen wir wieder zurück. Mein Gott, das ist eine lange Quest, ey. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, das ist nur so eine kleine Quest.
Schuld war, muss ich schnell zurück. Oh, Neleus, mir bleibt nicht viel Zeit. Alter! Unerhört. Wir haben genug von diesen maskierten Soldaten. Egal wie, sie müssen von Lemnos verschwinden. Diese Soldaten gehören dem Kult an. Und sie haben einen Befehlshaber. Keine Sorge, die sind nicht mehr lange hier. Ja, weil wir darauf gehen und dem ein Ende setzen werden. Stimmt's? Die Bewohner dieser Insel haben es verdient, sich am Kult zu rächen. So ist es. Wir stürmen ihre Festung und erobern sie zurück. Für das Volk von Lemnos. Recht so. Lass uns unsere Waffen sammeln, Söldnerin. Wir treffen uns vor den Toren. Super, was ist hier los? Ich dachte, du musst ihn jetzt hier noch retten. Oben ist es. Mei. Okay, können wir gleich hinreiten. Und los geht's. Bestimmt auch gleich ein Kultist dabei sein. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Töte den Befehlshaber des Kults in die alten Festung. Sitzt hier ein Kult hier oder was? Das ist meine Chance, die Festung anzugreifen. Ha!
Alter Schwede. Das muss der Befehlshaber sein. Aha, das ist ja praktisch da drin, wo wir... Fertig, oder was? Das war doch nicht der Befehlshaber. Warte, mal schauen. Ist das wirklich down, oder was? Na, das war doch nicht hier, das ist, oder? Der Geist des Kosmos. Wo habe ich denn den besiegt? Okay, raus hier! Alle tot, oder? Ich hätte die Einwohner nicht ermutigen dürfen zu kämpfen. Jetzt sind sie alle tot. Ja, die wollten aber die Heimat verteidigen wollen, müssen wir sie auch lassen. Geiler Kampf. Hat mir gut gefallen. Weil jetzt Zwischensequenz kommt.
Sind Sie in Sicherheit? Der Kult war vor mir dort. Nein! Verflucht! Damit hätte ich nicht gerechnet. Du warst zu hart zu mir. Es ist nicht deine Schuld. Wir taten, was wir konnten. Wir müssen etwas übersehen haben. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Irgendwas. Das waren nicht wir, Barnabas, sondern der Kult. Das dürfen wir nicht vergessen. Es spielt keine Rolle mehr. Neleus ist tot. Pentos wird mich durch meine Trauer geleiten müssen. Dein Verlust schmerzt mich. Was ist mit den anderen Einwohnern? Sind sie sicher? Viele von ihnen wollten sich rächen. Sie stürmten die Kultfestung mit mir. Aber... Aber was? Niemand hat überlebt. Oh, verflucht sei dieser Tag! Du musst diesen Kult ein für alle Mal ausschalten, Cassandra! Das werde ich, Barnabas. Das werde ich. Gut, Leute. Damit würde ich sagen, machen wir jetzt einen Cut an der Stelle und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Oh, schaut das geil aus. Genau, schauen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Dann werden wir vielleicht wieder auf Kultistenjagd gehen. Also mal schauen, wie wir halt was finden. Aber dass wir die Kultisten auf jeden Fall mal erledigen. Jetzt langsam nach und nach. Genau, und dann warten ja auch noch bestimmt irgendwelche komischen, mystischen Gegner auf uns für die Quest von Atlantis. Die müssen wir auch noch alles machen. Also wir haben noch richtig viel zu tun eigentlich. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir ein Like, Kommentar oder Abo da lasst. Und ja, wenn ihr euch nächstes Mal auch wieder dabei seid. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.